Hallihallo! Ich wünsche euch ein kreatives, fröhliches, aber vor allem gesundes neues Jahr. Mein Name ist Ingrid und heute habe ich für euch eine Funfold-Karte ausgearbeitet mit einem Slider-Gutscheinfach. Die Muster, die ihr hier seht, hat eine Freundin von mir gemacht und sie uns lieberweise für dieses Video zur Verfügung gestellt, sodass ich euch jetzt schon verschiedene Varianten zeigen kann, ein paar Dekorationsoptionen und vor allem, was wir alle natürlich jetzt ganz brennend wissen wollen, wie sie funktioniert. Ihr seht, die hat hier so eine Tasche und da passt, wie gesagt, ein Plastikgutschein rein. Hier ist die Hochzeitsvariante. Wir haben hier eine für die Konfirmation für einen jungen Mann. Auch hier nochmal so eine Plastikgutscheinkarte drin. Wunderschön dekoriert. Also man kann sie eben, wie ihr seht, auch auf der Innenseite dekorieren. Das hier ist dann die Variante für das Mädchen mit einem Fake-Geldschein. Aber ja, da passt auch Geld rein. Und hier noch ein bisschen eine neutrale für die Konfirmation. Auch wunderschön dekoriert und gestaltet. Und mein Favorit ist der hier. Sieht ja nicht süß aus, hat sie selbst koloriert. Also das hier, der Hammer. Mein Favorit. So, ich hoffe, ihr seid interessiert. Und glaubt mir, die geht so einfach. Ihr werdet es einfach nicht glauben. Diese Karte zu basteln, brauchen wir unsere üblichen Verdächtigen, also Papier und Schneiderfalzgerät. Papier, Schneide und Falzgerät, eine Schere, ein Lineal, Falzbein, ein Bleistift, den Kleber eurer Wahl, eine kleine Kreisstanze für den Halbmond. Wir brauchen natürlich Material, ein DIN A4 Farbkarton und ich arbeite heute mit dem Produktpaket Wetterfest. Das ist das Stempelset. Hier gibt es wirklich ganz süße Motive. Und ich empfehle euch ein Designpapier ohne Richtung, also ohne Motiv, bei dem euch die Vorder- und Rückseite gut gefällt. Ich habe mich für dieses hier entschieden. Ja, es hat eine Richtung und ich möchte euch zeigen, wie ihr auch damit arbeiten könnt. Weil es nicht so einfach ist, empfehle ich euch, dem Link unten in der Beschreibung zu folgen und euch den Zuschnittplan, den ich für euch vorbereitet habe, auszudrucken. So, ich denke, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Dann fangen wir mal an. Wir fangen mit dem Farbkarton an. DIN A4 Farbkarton auf 21 x 29,2 schneiden. Das heißt, wir legen ihn an der langen Seite an und schneiden bei 29,2. Gut, das hier ist Rest. Als nächstes schneiden wir bei 23,7. Und aus diesem schmalen Streifen hier, den kürzen wir auf 14 cm. Das wird der Slider, genau. Und dann falzen wir bei 1,5 und bei 11,5. Okay, das ist der Slider. Wir legen an den 21 cm an und halbieren das Ganze. Das heißt, wir schneiden bei 10,5 das restliche Stück auseinander und falzen bei 9,2. Das ist jetzt unsere Grundkarte. Und nicht erschrecken, sie ist nicht komplett. Okay, das passt auch so. Aus dem restlichen Stück schneiden wir uns ein 18 x 8 cm Stückchen für diesen Funfold außen. 18 x 8. Ich schaue mal, dass er hier auch unten anliegt, also da. 8, genau. Und da falzen wir bei 11 cm. Diese 11 cm, die drehen wir nach unten. Ich rutsche mal ein bisschen in die Mitte. Also die 11 cm sind hier unten, hier oben sind 7 cm und wir legen bei 0,5 cm an
Und nun könnt ihr so arbeiten, wie es euch am besten gefällt. Also wir müssen in dem oberen Teil falzen und das untere Teil schneiden. Wenn ihr euch da nicht so sicher seid und nicht direkt schneiden möchtet, dann könnt ihr natürlich die komplette Strecke durchfalzen und danach mit der Schere schneiden. Ich bin da immer ein bisschen, für mich muss es schneller gehen, also ich schneide und falze. Und dann drehe ich das Ganze um, lege es unten an, auch wieder bei 0,5. Schau auch wieder, dass es hier passt, unten oben. Okay, und nun falte ich den unteren Bereich, weil wir ja umgedreht haben, und schneide von oben. Und jetzt bei diesem Schnitt sei gesagt, im Normalfall versuchen wir ja vor der Falzlinie zu stoppen. In diesem Falle würde ich euch sogar bitten, ein Millimeterchen drüber zu schneiden. Okay, das Falzbrett kann weg. So, diese Klappe, die wir gerade gefalzt und geschnitten haben, ihr seht, hier bin ich nicht ganz über diese Falzlinie. Da schneide ich noch ein bisschen nach, aber wirklich nur ein Millimeterchen. Und das sind unsere Klebelaschen, das heißt, die schrägen wir so ab. Okay, und dann ziehen wir mal diese Falzlinien nach. Ich würde jetzt diese 0,5 cm, also diese Klebelaschen, so falten, wie wir sie gefalzt haben. Und dieser 11 cm Bereich, der kommt in die andere Richtung. Das heißt, wir kreieren hier so eine Tasche. Ja? Schauen, dass es einigermaßen gerade ist und ziehen diese Falzlinie nach. So, das ist also dieser Flap, der dann oben ist und in der Tasche landet. Wir haben dann natürlich noch unsere Grundkarte. Da ziehe ich jetzt auch nochmal die Falzlinie nach. Genau, und dann haben wir noch diesen 14 cm Streifen, der für den Mechanismus gedacht ist. Hier machen wir so eine Falzung. Ja, also dieser etwas breitere Bereich kommt in die andere Richtung, denn das wird die Tasche. Ich habe da extra so eine Tasche eingearbeitet und auch versucht zu berechnen, dass sie nicht zu viel rausschaut, wenn wir die Karte öffnen. Und deshalb die Tasche, damit was auch immer wir hier reintun, der Geldschein oder die Gutscheinkarte, nicht in der Tasche stecken bleibt. Also damit sie immer schön mit rausgezogen wird. Gut, das sind unsere drei Teile für die Karte und weiter geht's mit dem Designpapier. Wir brauchen ein 6x12 Inch Designpapier, wie ihr hier auf diesem Plan seht. Habe ich auch diese Männchen, wie ich sie gerne nenne, eingezeichnet, damit ihr wisst, in welche Richtung das Designpapier eigentlich schauen müsste. Und theoretisch ist es kein Problem. Ihr seht, nur dieses eine Teil hier sollte in die andere Richtung gehen. Das heißt, wenn ihr eine Seite habt, wo ihr keine Richtung habt, so wie ich gerade, und eine Seite, wo ihr eine Richtung habt, dann ist es kein Problem. Dann ist es klar, dieses Teilchen hier wird dann einfach umgedreht und die Rückseite verwendet und dann ist alles paletti. So, also ich schneide jetzt erst einmal ein 6x12 Inch Designpapier. Der Länge nach. Okay. Und ich habe auf dem Plan mit Buchstaben vermerkt, welches Teil auf welches Teil dieser Karte gehört. Danke an Angela nochmal für diesen Tipp. Also dieses hier brauchen wir zweimal innen außen. Das hier ist die Rückseite, die Tasche und der Flap, der dann außen drauf kommt. Der Mechanismus an sich braucht kein Designpapier, deswegen ist dafür auch nichts vorgesehen. Okay, ich habe mir nämlich so überlegt, das hier ist hinten auf der Grundkarte. Da hätte ich gerne diesen Himmel hier. Das heißt, ich schneide mir hier einen 10 cm Streifen ab, wie auf dem Plan vorgezeichnet. 10 cm, davon brauche ich aber nur 14 cm, das heißt, ich kürze mir das Ganze nochmal auf 14. Das hier ist ein Stückchen Rest, 10 mal 14 für den hinteren Teil der Karte, dahin.
So, das ist das restliche Teil. Und wie ihr seht, brauche ich hier einen Längsschnitt. Das heißt, ich schneide von hier 6,5. 6,5 und der Rest bleibt dann bei 8,7. Also 6,5. Ich schaue auch wieder, dass ich es hier unten nochmal anlege, um sicherzustellen, dass die Breite passt. Und hiervon, von diesem Streifen hier, schneide ich mir zweimal meine B-Teile aus. Das heißt, in der Höhe 10 cm jeweils. So, das hier ist wieder Rest. Wie ihr seht, habe ich jetzt zwei verschiedene Teile. Das heißt, ich kann mir überlegen, welches ich nach außen und welches ich nach innen platzieren möchte. So, wir machen einfach mal weiter. Das nächste Teil, dieses 6,5 x 6,5, ist für die Tasche. Hier innen drin, dann später. Das heißt, ich kann mir überlegen, möchte ich das eher oben ansetzen oder eher unten? Das ist natürlich alles nur relevant, wenn ihr auch ein Papier mit Motiv habt. Also ich sehe, dass hier eher der grüne Bereich ist, deswegen denke ich mal, dass ich damit einfach weitermachen würde. Vielleicht aber auch nicht. Ich schneide von oben 6,5 ab. Nochmal, wenn ihr also kein Designpapier mit Motiv habt, dann könnt ihr einfach nach Plan zuschneiden. Da könnt ihr nichts falsch machen. Entscheiden könnt ihr euch dann später, welche Seite ihr auf welchem Teil verwenden wollt. Und mir fehlt jetzt nur noch mal dieses 10,5. 6,5 ist es schon. Für mich wird es diese Seite dann werden. Das heißt, es ist egal von welcher Seite. Ich lege bei 10,5 an und schneide. So, das hier ist auch wieder Rest. Das heißt, wir haben diese drei Teile, Rest, das, das da und diese schmale Streifen. Ich denke, das kann man gut verkraften. So, also nochmal zur Erklärung. Das ist der Mechanismus, der braucht kein Designpapier. Das hier wird die Tasche, die bekommt bei mir dieses Motiv. Die anderen Teile habe ich ja schon platziert und hier auf dieses Teil kommt dann die gelbe Seite, also die andere Seite. Wie gesagt, wenn ihr kein Motiv habt, dann könnt ihr mit dem Kontrast spielen, also hinten vorne. Und solltet ihr ein Designpapier haben, wo euch nicht vorne und hinten gleich gut gefällt, dann könnt ihr natürlich auch zwei verschiedene nutzen und dann direkt zwei Karten machen und schön kombinieren. Es geht weiter mit dem Zusammenbau der Karte. Als erstes kleben wir dieses große Stück Papier, dieses 10x14, auf unsere Kartenbasis. Und da die Tasche dann drauf platziert wird, würde ich euch auch empfehlen, darauf zu achten, dass ihr auch genug Kleber auf den Innenteil der Auflage habt, des Auflegers. Ich kann heute nicht sprechen. Keine gute Idee, dann einen Film zu drehen. Okay, so. Ganz vorsichtig. Wie gesagt, bei mir kommt dieses Teil da nach innen. Das kleben wir dann auch gleich auf. Hier auch ein bisschen mehr Kleber, vor allem hier in dem Bereich. Da kommt nämlich dann der Mechanismus dran und der soll ja auch halten. So, schön vermitteln. Oben, unten, links, rechts, wie wir das immer machen mit unseren Auflegern. Okay, wenn das Ganze angeklebt ist, dann machen wir mit unserem Flap weiter. Und zwar habe ich ja gesagt, die Tasche, das sind unsere Klebelaschen und das hier ist diese Flap, die dann hinterher außen liegt, ganz oben auf. Und da kommt bei mir dieses Designpapier drauf.
Wenn eure Dekoration ein Band beinhaltet, das um dieses Designpapier muss, oder eine Schnur, eine Kordel, dann macht ihr das doch bitte vorher. Oder ihr lasst diesen Aufleger bis zum Schluss und widmet euch dann ganz zum Schluss eurer Dekoration. Das ist natürlich euch überlassen. Das hat jetzt mit dem Mechanismus nichts zu tun. Okay, gut. Und jetzt wird es einfach. Wir haben die Tasche hier. Da kommt dieser Aufleger drauf. Und ich mache das so. Ich zeichne mir auf der Rückseite die Mitte an der Kante an. Ich weiß, dass es 7 cm breit ist, also ist die Mitte 3,5. So, meine Richtung ist so, also so ist das Designpapier richtig. Dann vermittle ich das links, rechts und gebe es ganz vor an die Kante. Und dann stanze ich diesen Halbmond raus. Ich mache den auch ganz klein. Dann passt es von der Form irgendwie ein bisschen besser. Wenn dieser Halbmond nämlich zu groß ist, dann kommen sich diese Ecken zu nah. Und auch hier wieder vermitteln. Oben, unten, links, rechts. Okay. So. Und jetzt kleben wir diese Tasche auf. Ihr könnt hier diese Klebelaschen noch ein bisschen anschrägen, wenn ihr möchtet. Ist aber jetzt nicht zwingend notwendig. Ich habe es bisher nicht gemacht. Und ich darf euch auch sagen, wenn euch diese Konstruktion ein bisschen zu aufwendig ist mit diesen Klebelaschen und ihr denkt euch, ach, das geht auch ohne. Ich habe es ausprobiert. Ich habe den Mechanismus schmäler gemacht, ich habe die Tasche breiter gemacht. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert. Diese Lasche hier braucht einfach diese Höhe hier, die wir dadurch gewinnen, dass wir hier so eine Klebelasche haben. Okay, und jetzt wird es einfach. So gehört das ganze Teil drauf. Wir nehmen das so in die Hand, drehen um und tragen Kleber auf die Klebelaschen auf. Und hier an der Kante ein bisschen. Muss gar nicht bis oben und unten in die Ecke sein, sondern nur so. Sieht man das? Nur so ein bisschen. Und dann platzieren wir dieses Teil mittig auf diesem Bereich hier. Also wirklich einfach nur so mit dem Auge anpeilen. Ich messe da nichts. Wenn ihr das ganz genau haben wollt, hält euch keiner auf. Bitte messt. Jeder soll sich wohlfühlen mit dem, was er bastelt und es so machen, wie er das möchte. Ich muss jetzt ein bisschen warten, bis der Kleber anzieht. Euer Kleber ist vielleicht schneller und ihr könnt direkt weitermachen. Ach ja, sollte eure Karte einen Farbkarton haben, der dunkel ist, meine jetzt hier ist Gott sei Dank grundweiß. Das heißt, ich kann oder wer auch immer diese Karte dann später nutzt, kann hier seine Glückwünsche noch handschriftlich vermerken. Wenn ihr allerdings einen dunklen Karton habt und ihr jetzt nicht unbedingt mit einem weißen Stift rumhantieren wollt, dann könnt ihr euch natürlich einen Aufleger schneiden und den hier draufkleben. Gut, ich denke, ich riskiere es. Gut, der Mechanismus kommt als nächstes. Also diese 1,5 cm ist unsere Klebelasche und das hier ist unsere Tasche. Das heißt, wir klappen die Klebelasche raus. Die Tasche schaut uns an, also die ist nach oben umgelegt und dann gehen wir damit in die Tasche bis ziemlich ganz nach hinten. Vermitteln das oben unten. Ich drehe mal um, weil das geht dann besser. So, also wir vermitteln das
in diese Tasche und wir gehen so weit runter, bis wir mit der Klebelasche knapp vor dieser Falzlinie sind hier. Also die Falzlinie, die muss frei bleiben, damit die Tasche sich auch gut schließen lässt. Und wenn ihr denkt, dass das so passt, ihr habt also hier alle Zeit der Welt, das so richtig hinzufriemeln. Friemeln, das klingt jetzt wieder böse, so lange dauert es gar nicht. Halbwegs mittig und vor die Klebelasche, vor die Falzlinie. Und dann tragt ihr den Kleber eurer Wahl auf diese Klebelasche auf. Natürlich sollte der ein bisschen was halten, denn da ist dann später der ganze Zug drauf. Und wir schließen die Karte. So einfach ist das. Warten jetzt ein bisschen. Nicht zu lang, wenn der Kleber nämlich rausquillt, kann man ihn noch ganz gut abfangen. Also ich riskiere es jetzt mal ganz vorsichtig und unterstütze hier. So, meine ist nicht rausgequillt. Braver Kleber. So. Und ihr seht, das war das, was ich im Intro erklärt habe. Man sieht, dass da noch eine Lage ist, sodass was auch immer man da reinstecken mag, man kann es gut hinter diese Lage stecken, also direkt in die Tasche, sodass es wirklich mit rausgezogen wird. Aber diese Lage kommt nicht so weit raus, dass man es von der Tasche aus sieht. Also, falls das verständlich ist, was ich gerade hier so vor mir herbrabbel. Gut, dann bleibt nur noch dieser Aufleger. Also bei den Lagen, wo der Mechanismus und die Tasche nicht aufgeklebt werden, da ist es ziemlich egal, in welcher Reihenfolge ihr die aufklebt. Das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon selbst zusammengereimt. Könnt ihr vorher machen, könnt ihr nachher machen, wie es euch besser passt. Nur für den Mechanismus ist es natürlich wichtig, dass erst der Aufleger aufgeklebt wird und dann der Rest. So, tja, was soll ich sagen? Die Karte ist fertig und ich kann dekorieren. Und was sagt ihr? Super easy, oder? Und ich kann euch sagen, die slidet. Die slidet richtig gut. Und das verdanken wir eben diesen kleinen Klebelaschen hier, die uns den Platz dafür verschaffen. So, zu viel Technik, ha? Aber über sowas mache ich mir natürlich Gedanken, wenn ich das Ganze entwickle. Ich fange an zu designen und ihr hoffentlich auch und dann sehen wir uns, wenn es fertig ist. Ja, so sieht das bei mir jetzt aus. Den Hasen und die eine Wolke, als auch dieses Oval hier, habe ich auf Dimensionals gesetzt. Den Hasen, den habe ich gestempelt, die Wolken auch und mit Aquarellstifte koloriert. Falls ihr aber nicht kolorieren möchtet, gibt es natürlich diese zuckersüßen Tierchen auch direkt zum Ausstanzen im Designpapier selbst. Das funktioniert, ist die gleiche Größe. Dieses Hallo Sonnenschein habe ich aus einem etwas älteren Stempelset gestempelt, nämlich hier. Das heißt Glücksregen und ich finde, das ist vom Thema her super passend dazu. Ja, der Hase hier ist aus dem aktuellen Stempelset und ich finde, der ist einfach nur gute Laune pur. Oder ist er nicht zuckersüß? Ja, und zu Demonstrationszwecken habe ich jetzt hier noch meine Visitenkarte rein. Und ja, das ist, ich finde, jeder Beschenkte wird hier seine wahre Freude haben. Ich als Spielkind könnte jetzt den ganzen Abend nur whoop, 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 whoop hier spielen. Also ich kann gar nicht mehr aufhören. probiert's aus. Taggt mich auf Instagram, Hashtag Papierstoffiges und würde mich freuen zu sehen, was ihr da so alles draus gemacht habt. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß dabei und auch bei euren eigenen kreativen Projekten. Wenn ihr mögt, sehen wir uns wieder beim nächsten Tutorial. Bis dahin, tschüss!